mit Speed Limit. Und die sind wieder für euch. Zwei fetten Daumen nach oben. Heute möchte ich euch mal dieses Gerät hier mal vorstellen. Und zwar ist es das Boardlink. Und was bewirkt es? Das bewirkt eigentlich, dass ihr darüber eure ganzen Funkgeräte, zum Beispiel eure Fernbedienung, eure Klimaanlage oder eure Funkstecker darüber steuern könnt. Und dieses Teil wandelt die Frequenz in WLAN um. Dadurch könnt ihr eure Geräte über euer Handy steuern oder über die Alexa bzw. euren Amazon Echo oder Echo Show oder Echo Dot steuern. Ja, dann öffnen wir mal das gleich mal. Und zwar, ich könnte euch hier ein paar Daten vorlesen. Und zwar läuft es ab iOS 7.0 oder Android 4.0 und wird durch einen 5 Volt USB-Anschluss betrieben. Ja, in wie viel Frequenzbereich liegt es bei 2,4 GHz? Ja, und vielleicht sagt es euch was. Es werden Frequenzen von 315 bis 433 MHz erkannt von dem Teil. Ja, dann packen wir das mal schnell aus. Es ist eine simple Verpackung aus Pappe halt, also nichts Edles und mehr ist da auch nicht. So, dann schauen wir mal, wie das so aussieht. Hier kommt uns auch schon die Bedienungsanleitung entgegen. Die lese ich mir jetzt erstmal nicht durch, vielleicht später mal. Und hier ist das Teil. So, und dann ist hier das Teil, wenn es nicht rausgeht. So sieht es aus. Hier steht vorne Boardlink. Hier haben wir dann den Reset-Knopf. Und da, wo das Kabel dann rankommt. Sonst ist hier nichts mehr. Ah, hier die Lämpchen. Hier habt ihr noch die WLAN-Lämpchen. Ja, sonst ist das nur dieses Teil hier. Und dann schauen wir mal, was für Zubehör wir noch haben. Ah, hier ist dieses Kabel mit dem Netzteil, mit dem USB-Netzteil, das ihr dann hier verbinden könnt. Und das war's jetzt. Das war's eigentlich auch. Mehr gibt's dazu nicht. Wie ich das jetzt einrichten werde und was ihr dafür braucht, zeige ich euch dann im nächsten Video. Das ist erstmal ein kurzes Video und kann ich euch mal kurz zeigen, nur noch, wie man das hier anbringt. Hier ist ein Micro-USB-Stecker, der hier reinkommt. Und dann kommt das dann halt hier rein und dann steckt ihr das halt in eure Steckdose rein. So, es wird halt in China produziert und ich verlinke euch das da mal da unten, wenn ihr euch das holen wollt. Ja, und wie gesagt, ihr könnt da alle Geräte mit einem Frequenzbereich bis zu 433 MHz ansteuern. Und das können halt alles Mögliche sein, wie ich euch schon gesagt habe, eure Jalousien, eure Fernbedienung am Fernseher oder eure Klimaanlage oder wie gesagt Funksteckdosen. Ich werde das in Betrieb nehmen mit meinen Funksteckdosen und werde euch das halt mit einer Lampe zeigen, die ich dann halt bediene hier. Und das will ich euch dann zeigen. Die Funksteckdose sieht übrigens so aus, ist eine stinknormale Funksteckdose, die ich mir früher mal gekauft habe. Und die ich lange Zeit nicht mehr in Betrieb hatte, aber die heute zum Einsatz kommt. Und die Lampe, die ich steuern werde, die sieht dann halt so aus. Also ist so eine schöne Blume. Und da werdet ihr dann halt erkennen oder sehen, wie das dann aussieht dann. Ne? So, das war's dann jetzt auch. Jetzt liegen bei mir schon viele Sachen hier rum. Ich werde jetzt soweit alle Vorbereitungen treffen und euch dann im zweiten Video zeigen, wie das hier funktioniert. Dieses Boardlink und wie ihr damit dann euren Amazon Echo steuern könnt. Übrigens die Funksteckdose, die werde ich jetzt gleich sofort am Netz anbringen. Das heißt, ihr seht die jetzt und später werdet ihr die nicht mehr sehen, weil die direkt an der Wand kommt, ans Netz halt. Also ich kann mir da jetzt kein Verlängerungskabel oder sowas zulegen, weil ich hatte damit schon Probleme. Ich habe es mal probiert und es wurde nicht erkannt. Also es muss direkt an der Wand, wo ihr eure Stecker habt, angeschlossen werden. So, dann sehen wir uns gleich. Bleibt dran, es wird spannend. Bis gleich. We put the good in the good.